So, ich stehe hier am Grab der großen deutschen Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Und ich bin gerade sehr berührt, weil hier kam gerade eine 85-jährige alte Frau vorbei. Die hat mir das noch gezeigt, wo es ist. Und sie hat spontan ein Gedicht von ihr aufgesagt, was sie 1948, kurz nach dem Weltkrieg, hier aufgesagt hat. Über die Seelen, die aus dem Himmel hinabschauen. Das hat mich jetzt sehr berührt, weil ich habe das Gedicht nicht auswendig auf dem Kasten, was ich hier gerade vortragen wollte, sondern habe sie auf Zetteln hinter mir. Ist ein bisschen länger, aber ja, Hut ab, Respekt. Und das war jetzt eine Begegnung, die mich sehr beeindruckt hat, weil es so eine spontane Begegnung des Lebens war. Ja, das ist vielleicht gerade das, was mir die Dichterin jetzt mit auf den Weg geben wollte. Ja, also, das Gedicht heißt An die Weltverbesserer. Und es ist vielleicht in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Pochest du an, poch nicht zu laut. Eh du geprüft des Nachhalls Dauer. Drückst du die Hand, drück nicht zu traut. Eh du gefragt, des Herzens Schauer. Wirfst du den Stein, bedenke wohl, wie weit ihn deine Hand wird treiben. Oft schreckt ein Echo dumpf und hohl, reicht goldene Hand dir den Obol. Oft trifft ein Wurf des Nachbars Scheiben. Höhlen gibt es am Meeresstrand, gewaltige Stalaktitendome, wo bläulich zuckt der Fackeln Brand und Kähne gleiten wie Phantome. Das Ruder schläft, der Schiffer legt die Hand dir angstvoll auf die Lippen. Ein Räuspern nur, ein Fuß geregt und donnernd überm Haupte schlägt zusammen dir die Riesenklippe. Und Hände gibt's im Orient, wie Schwäne weiß mit blauen Malen, in denen zwiefach Feuer brennt, als gält es Liebesglut zu zahlen. Ein leichter Tau hat sie genässt, ein leises Zittern sie umflogen. Sie fassen krampfhaft, drücken fest, hinweg, hinweg. Du hast die Pest in deine Poren eingesogen. Auch hat ein Dämon einst gesandt den giftigen Pfeil zum Himmelsbogen. Dort rührt ihn eines Gottes Hand. Nun starrt er in den Ätherwogen. Und lässt der Zauber nach, dann wird er niederprallen mit Geschmetter, dass das Gebirg in Scherben kliert und durch der Erde Adern irrt, fortan das Gift der Höllengötter. Drum poche sacht, du weißt es nicht, was dir mag überm Haupte schwanken. Drum drücke sacht der Augen Licht, wohl siehst du doch nicht der Gedanken. Wirf nicht den Stein zu jener Höhe, wo dir gestaltlos Form und Wege und schnelltest du ihn einmal je, so fall auf deine Knie und fleh, dass ihn ein Gott berühren möge. Annette von Droste-Hülshoff an die Weltverbesserer. In diesem Sinne, alles Gute. Aus Meersburg vom Friedhof wünscht Jörg Fuhrmann. Tschüss.